Hallo ihr Lieben, wie vor ein paar Videos versprochen, habe ich euch den Get the Look zu Selena Gomez gemacht. Also eigentlich ist es mehr ein Haartutorial, also weil ich nicht wirklich schminken kann. Ich zeige euch, glaube ich, vielleicht nur, was dazu passen könnte, weil ich kann wirklich nicht schminken. Wenn euch mein Get the Look gefällt, dann sagt mir bitte in den Kommentaren, was für Get the Looks ich für euch noch machen soll, weil das macht extrem Spaß. Und ja, was zu sagen, ich kann wirklich nicht schminken, ich habe auch keine Ahnung, wie man Haare macht. Ich kann euch nur zeigen, wie ich denke, dass man das macht. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns am Ende nochmal. Als allererstes kämmen wir unsere noch nassen oder befeuchteten Haare, die wir mit Hitzeschutzspray vorbereitet haben, durch und massieren schaumfestiger in unsere Haare. Macht das relativ gleichmäßig, damit ihr nicht irgendwo Klumpen in den Haaren habt. Der Schaumfestiger verleiht uns nochmal extra Volumen, macht es uns möglich, unsere Wellen länger zu behalten. Und kämmt sie danach nochmal anschließend durch. Und teilt eure Haare in eine obere und in eine untere Partie. Diese könnt ihr mit Spangen oder Zopfgummis befestigen. Ich hatte leider nur Zopfgummis, aber bevorzugen würde ich trotzdem Spangen, weil das einfach viel praktischer ist. Fangt von euren hinteren Strähnen an und wickelt eure Haare von eurem Ansatz aus eurem Gesicht, in euer Gesicht. Den unteren Teil könnt ihr kreuz und quer machen, damit ihr viel mehr Volumen habt. Aber es ist wichtig, dass ihr später den oberen Teil von eurem Gesicht wegwickelt. Achtet bitte darauf, dass ihr eure Ohren nicht verbrennt, wie ich gerade eben. Und nachdem ihr den unteren Teil beendet habt, öffnet ihr euren Zopf oder löst eure Spangen und teilt euren Scheitel an der Seite und kämmt euch noch die Haare nach hinten. Beachtet bei dem oberen Teil, dass ihr eure Haare aus eurem Gesicht wegwickeln solltet und nicht in euer Gesicht. Außerdem solltet ihr euren Lockenstab nicht von eurer Spitze aus an euren Ansatz wickeln, sondern andersrum, weil ihr sonst so eine Korkenzieherlocke bekommt. Da wir aber Wellen haben möchten, wickelt ihr eure Haare von eurem Ansatz um euren Lockenstab. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on with the best of them. You are beautiful, like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle. Wenn ihr fertig seid, guckt noch mal nach geraden Strähnen und bessert diese aus. Noch ein bisschen Haarspray und voilà, wir sehen aus wie Selena Gomez. Make-up technisch habe ich es versucht, neutral zu halten.
Selina trägt gerne ausdrucksstarken Lidschatten. Deswegen habe ich etwas neutraleres genommen, weil mir Lidschatten nicht so steht. Habe ich einen etwas dunkleren Braunton genommen, damit es noch etwas natürlich aussieht. Und ein Hauch von Rot an meine Lippen, weil Selena Gomez ja gerne den roten Lippenstift trägt. Wenn euch interessiert, welchen Lippenstift sie trägt, könnt ihr nochmal in der Infobox nachgucken. Da verlinke ich euch den MAC Lippenstift, den sie auch benutzt. Mein Pulli ist von Adidas Neo, den sie sich hier anhatte, als sie in Berlin war. Falls euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht bei meinem DIY vorbeizugucken, wo ich ihre Boyfriend-Jeans nachgemacht habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.